Moin, herzlich willkommen zurück heute zur Donnerstagsausgabe. Jetzt bin ich mir doch ziemlich sicher, dass heute Donnerstag ist und nicht irgendein anderer komischer Tag. Und ich nicht wieder durcheinander gekommen bin. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Wir sind dabei zu ernten, mehr oder weniger automatisch. Er hier, im Moment machen mir die Überladewagen immer Probleme. Ist hier auf einmal im Verkehr festhängen. Ja, das ist doch auch ein Bild für die Götter, oder? Da können wir doch mal einen Screenshot von machen. Nochmal ein blöd Doppelbelegung der Tasten. So, und wir bringen hier wieder... Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch so viel aufnimmt. Weizen ist hier schon echt voll. Guckt euch das an. Ja, Weizen ist voll. Das heißt, er muss jetzt eigentlich nur noch Richtung Hof zurück und muss da aber gar nicht mehr aufgeladen werden. Naja, im Moment schadet es nicht. Er kann von mir aus hier im Kreis fahren, bis er grün wird. Oha. Hier oben die Holzindustrie schon wieder. So, was ich jetzt mal mache, ist, ich lade das jetzt mal hier ab, weil ich ja mal ausprobieren möchte, wie weit ich denn mit so einer Bretterpalette komme. Quatsch, da wollte ich drauf drücken. Paletten. Ja, ich weiß, für hier oben muss noch unbedingt ein Zwischenlager her, kommt auch. Aber jetzt nicht. Ich muss gucken. Ich habe mit angefangen, ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe noch nicht getestet. Und nein, es werden keine... es wird kein Obst hier eingelagert werden. Hier ist schon wieder irgendwie eine Palette abhanden gekommen. Es wird kein Obst hier eingelagert werden, weil nein, das Obstlager, die Obstdingenskirchen, die steht da unten. Also die ist weiter weg. Fehlen, oh, zwei Paletten. Das sind wieder Paletten, die unters Dingens da gefallen sind. So. Unter die Karte. Und ich bin am überlegen, ob ich dann noch Haferflocken mit reinnehme und für Haferflocken dann auch die Produkte, die ich zum Produzieren der Haferflocken brauche. Also die Palettenarten, sprich Papier und Karton. Leerpaletten sind hier dann sowieso. Dass man hier so wirklich so ein kleines Transport-Zwischenlager bauen kann. Ihr wisst, was ich meine. Guck mal, wie viele Paletten wir hier haben. Die passen schon nicht alle in mein Zwischenlager rein. Zu viel haben wir hier. Das ist unfassbar.
Eigentlich wollte ich das hier jetzt gar nicht machen, wobei jetzt läuft die Produktion hier oben ja auch weiter. Ich muss jetzt also eigentlich auch gar nichts mehr machen. Das hier kann ich auch später machen. Ich wollte ja eigentlich... Eigentlich wollte ich mit dem los. Eigentlich wollte ich mit dem los und wollte mal ein bisschen Mehl transportieren, Mehl wegbringen. So, und wenn wir mit der Ernte, mit dieser Ernte-Session durch sind, dann folgt die ganz große Verkaufssession. Ich fahre jetzt hier durch. Das ist mir jetzt egal. Oh Gott, ist auch alles voll. Ach, Mann! Ja, jetzt geht's, glaube ich, hier schlagartig aufs Ende zu. Ein Drescher in Reichweite. Alter. Du nimmst doch Drogen. Sind wir? Nein. Da sind wir. Mann!
schön. Was fehlt denn hier noch für die Produktion? Naja, Quark und Sahne ist nicht mehr viel da. Zucker ist nicht mehr so viel da. Hier fehlt komplett Milch. 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 Quark, Sahne, Zucker. Ja. So. Wie sieht's denn mit Preisen aus? Backwaren bei McDonald's. So, Backwaren waren welche? Das hier ist Brot. Backwaren war die Mitte. Das ist natürlich doof. Nee, ist nicht doof. Nein, gar nicht doof. Gar nicht doof. Gar nicht doof. So. Einladen. Brot. Jetzt holen wir uns hier Backwaren. Scheiße. Naja. Nimmt McDonald's auch Brot? Weiß ich nicht. Egal. Wir fahren jetzt zu McDonald's und verkaufen hier Backwaren und den Rest bringen wir ins Lager. Sei denn Brot ist sonst noch irgendwo teuer. Gar nicht, wie voll die Molkerei ist. Die ist bestimmt auch bis oben hin voll. Puh, gerade noch rechtzeitig. Wäre da beinahe so dran vorbeigemöllert. Ein recht großer Verkaufstrigger, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Brot hier verkauft wird, aber... Oh, nein, 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 nicht dagegen fahren. So, was war jetzt mit Brot? Backwaren. Oh. Zeit ist schon wieder rum. Leute, heute in 2 Stunden, oder nicht mal 2 Stunden, 16 Uhr. Dritte Ausgabe vom Match Experience gegen Friesenjung. Guckt gerne vorbei und unterstützt mich. Ja. Gut, ich sag erstmal ciao. Bis dann.